nahezu absolut. Ja? Aber ich stehe dazu. Ich würde für die Europäische Union streiten mit allen meinen Möglichkeiten, selbst wenn sie so bliebe, wie sie heute ist. Warum ist das so? Ich glaube, dass wir tatsächlich in einer sehr kurzen Zeit auf diesem Kontinent einen sehr weiten Weg zusammen zurückgelegt haben. Woher kommen wir in so rund 60 Jahren? Wir kommen aus einer Zeit der totalen Verheerungen auf diesem Kontinent und nicht unbedeutend, wenn man sich das klar macht, ist daran zu denken, welche Rolle Deutschland bei diesen Verheerungen des Kontinentes gespielt hat und wie gut man mit uns umgegangen ist, mit den Deutschen umgegangen ist. Aber seither hat sich die Europäische Union in sehr großen Schritten verändert und ich würde selbst mit dem Blick auf die polnischen Fahnen sagen, die Europäische Union hat sich immer weiter zum Besseren verändert, insbesondere wenn man das Ziel der Gründungsväter ernst nimmt, nämlich dass diese Europäische Union in erster Linie dazu dienen soll, dass die Menschen auf dem Kontinent sich nicht mehr wegen ihrer nationalen Interessen gegenseitig die Köpfe einschlagen, sondern dass diese Europäische Union dazu dienen soll, dass wir in Sicherheit und in Sicherheit, dank der Sicherheit, auch in Freiheit und Demokratie zusammenleben können. An jeder Stelle sich immer genau anzugucken, was müssen wir erreichen, wer muss dabei sein. Je mehr Länder diese Kompromissschritte mitmachen, desto besser wird es uns gelingen, diese Europäische Union zu stabilisieren.